Bereits ein Fünftel der Bevölkerung ist im Ausland geboren. Die Zahl der Ausländer in unserem Land steigt seit Jahren kontinuierlich an. Besonders interessant, 4 von 10 Ausländern leben in Wien. Ein Blick in unsere Schulen ist alarmierend. 26,5% der Schüler haben Deutsch nicht als Muttersprache. In Wien spricht sogar mehr als die Hälfte der Schüler abseits des Klassenzimmers nicht Deutsch. Wie soll hier Homeschooling funktionieren? Die Corona-Krise wird die Situation weiter verschlechtern. Nicht nur in den Schulen, auch am Arbeitsmarkt. Ausländische Arbeitskräfte sind nämlich stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Inländer. Dass die Integration vor allem in der Bundeshauptstadt vollkommen gescheitert ist, zeigte auch die Silvesternacht. Während Kurz und Co. die Österreicher zu Hause einsperren, randalierten wild gewordene Migrantenmobs und verwandelten Wien-Favoriten einmal mehr in ein Schlachtfeld. Von ÖVP-Innenminister Nehammer gab es daraufhin nur leere Ankündigungen. Passieren wird wieder nichts. Apropos leere Ankündigungen. Im März verkündete Nehammer, dass an der Grenze keine Asylanträge mehr angenommen werden. Wie kann es dann sein, dass die Zahl der Asylanträge in Österreich erstmals seit 2015 wieder ansteigt? 14.000 Asylanträge gab es im Jahr 2020. Und das trotz der angeblich so strengen Grenzkontrollen? Zum Vergleich, unter FPÖ-Innenminister Herbert Kickl sanken die Asylzahlen in Österreich auf ein 10-Jahres-Tief. Einmal mehr zeigt sich deutlich, für die ÖVP ist eine strenge Asyl- und Migrationspolitik eine reine PR- und Marketing-Sache. Umgesetzt wird von all dem aber rein gar nichts.